Ach, jetzt weiß ich's wieder. Scheiße. Ja, jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Wir sind ja unter die Erde. Wir sind ja da mit diesem 3 Meilen langen Aufzug nach unten gefahren in diese Unterwelt hier. Und warum habe ich die Maus in der Hand? Ach, verdammte Hacke. Ja, ach, wir werden so aufs Maul kriegen, ey. Ach, ja. So lange habe ich nicht mehr bis dahin, das kratzt schon sehr an mir, das glaube ich, das glaube ich. Also würde, und da kratzt auch an mir irgendwie so dieser Gedanke halt. Aber komm, bei dir sind es ja auch noch ein paar Jahre, so ist ja nicht. So. Gestärkter, also gestärkt durch Fassbrause kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Ja, ganz schön hell. Warte mal. Müssen wir mal ein bisschen dunkler machen. So, die 3 gern endlich. Also so war es nur auch nicht, ne? Dass ich irgendwie dieser 3 entgegengefiebert hätte und sage, endlich, gib mir die 3. Nee, danke. Nee, so war es jetzt auch nicht. Aber retrospektiv betrachtet ist, wie gesagt, so diese Zeit 25 bis 35 eigentlich sehr cool. Wir schauen mal. Ich frage mich halt. Das ist ja das. Im Grunde genommen funktioniert das hier unten genauso wie in der Oberwelt. Ne? Also wir haben hier diese Gegnergruppen, die dann wieder meine Tränke auch auffrischen. Also gibt es ja letzten Endes auch. Keinen vorgefertigten Weg wie in diesen Dungeons oder so, sondern eine Welt hier mehr oder weniger. Ich frage mich halt nur, ob wir hier wirklich bestehen werden. Da rechts ist auch noch einer, da sehen wir. Erstmal der. Hi, ich hab mich verklickt. Erdrückt. So, den haben wir. Und jetzt versuchen wir es mal daher. Und vielleicht erwische ich beide. Ah, das sieht doch gut aus. Okay, sagen wir es mal so. Mana ist jetzt nicht im Überfluss vorhanden bei mir gerade. Bisschen leise das Spiel, ne? Noch nicht genug Elfenring? Was für ein Elfenring? Ne, wir haben ja gerade erst angefangen, ne? Also heute gab es bisher Janneka mit. Hat Janneka eigentlich jetzt. Hat Janneka jetzt eigentlich 3 Games gezockt? Also Anno auch? Lass mir bitte. Einen Trank gab es wieder zurück. Ah, na gut. Nein, 2. Ah, okay. Also ich hatte jetzt irgendwie erwartet, wenn ich hier hinten so eine ganze Horde Gegner habe, dass hier auch nochmal irgendwie geiler Loot kommt, aber bisher nicht, ne? Mal gucken, wo wir hier noch hinkommen. Wer weiß. Muss doch irgendwas hier geben. Dieses Spiel belohnt doch. Mal gucken. Da geht's auch wo... Okay. Ja, no. Wir schauen uns das alles an. Anno fiel aus und ich bin sehr traurig. Boah. Naja. Aber bei Midnight hattest du doch wohl Spaß und bei Death Stranding
War doch zumindest mal ein neues Spiel und Neugierde. Ob es jetzt gut ist oder nicht, wird sich ja dann da auch noch ergeben. Da haben wir Gegner. Sonst sehe ich jetzt keine. Irgendwie finde ich, also ganz ehrlich, das hier sieht so aus, als kriege ich gleich irgendeinen großen Gegner auf den Kopf geworfen. Wir werden es sehen. Ja, okay, nicht auf den Kopf geworfen. Aber sagen wir mal so. Da wollte ich nicht hin, da wollte ich hin. Unpraktisch. Ich habe das Gefühl, dass wir hier mit dem Mana tatsächlich ein Problem bekommen. Lustig wäre jetzt, wenn die alle wieder aufgestanden wären. Ah, immerhin ein bisschen Trank gab es wieder zurück. Was kriegen wir denn hier aus? Goldene Rune. Schmiedstein 4. Das ist nicht verkehrt, aber das zeigt mal, dass wir hier, glaube ich, doch in einem relativ hochleveligen Bereich sind, wenn wir hier Schmiedestein Level 4 rausbekommen. Okay, da gibt es nix. Hinterm Wasserfall ist ja gern mal Loot. Oder ein Geheimgang. Oder Seife. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Man kann natürlich sich auch einfach unterm Wasserfall waschen. Völlig okay so. Man hat so geleuchtet, wollte ich jetzt noch. Das ist aber alles nichts mehr. Okay. Also man bekommt ein paar Mana-Tränke hier wieder aufgefüllt, wenn man Gegnergruppen besiegt hat. Aber wir sollten mal festhalten, dass das alles nicht sehr zahlreich ist, was man da wieder bekommt. Goldene Rune 4. Also wir sind hier, glaube ich, ein bisschen in einem Gebiet, wo ich eigentlich noch nicht sein sollte. Sind wir mal so ehrlich und geben das zu. Aber ich mag es trotzdem. Die Frage ist nur... Warte. Was... Das Bimmeln. Ja. Hallo? Warum kriege ich den nicht ins Target? Ja, das sind aber nur. Das sind aber nicht. Das ist kein Mana. War kein Mana-Trank. Kugel, das waren theoretisch Heiltränke, hätte ich bei dem bekommen. Riesendes Horn, was auch immer. So, da unten waren wir bereits. Da haben wir beim letzten Stream schon mal ein bisschen aufgeräumt, da unten. Aber wenn man hier so schön hochspringen kann. Geht doch hier bestimmt irgendwo was, oder? Oder aber es ist einfach nur irreführend. Okay, dann gehen wir mal hinten durch die Tür, würde ich sagen.
Wimmelt hier halt schon wieder, aber ich sehe nichts. Einfach mal eine ehrliche Dusche. Du, wenn man sich das jetzt hier so anschaut unter dieser modrigen Maske da, mit dem zerzottelten Lumpen, den ich da anhabe. Wir sind jetzt auch schon ein paar Stündchen unterwegs. Noch nicht einmal gewaschen irgendwie. Sind wir mal ehrlich, dieser Charakter muss zum Himmel stinken. Hier ist ein Aufzug. Urks. Urks. Ja, ich bin mal gespannt. Wenn wir jetzt hier irgendwo drin sterben. Würde jetzt aber nicht ganz hoch gehen, oder? Würde jetzt aber nicht wieder ganz hoch gehen. Ja, du? Doll sieht aus. Okay. Ein bisschen hoch. Was sieht das? Sieht einfach schon. Nur ein bisschen Angst, jetzt hier von rechts und links beballert zu werden gleich oder so. Schon schön aus. Imaru, schlaf gut. Bis Montag dann. Schöne Ostertage. Und Zars, danke für 17 Monate. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Da drin ist Loot. Es ist ein Raum. Es ist Loot. Da muss doch irgendein Gegner sein. Okay. Mann, für so ein Scheiß-Loot, ey. Geht's da irgendwie hoch? Nee, ne? Also die Gegend hier mag ich extrem. Echt cool. Erinnert wirklich so ein bisschen an Elder Scrolls. Gut, dann gehen wir da runter. Da hinten ist irgendwas Großes, was da... Was ist das? Aus wie eine riesige Zecke oder so. Was ist das? Eine Krabbe? Könnte eine große Krabbe sein, ne? Wenn wir hier irgendwo eine Gnade finden würden, wäre das echt nicht schlecht. Also, falls die Krabbe da so ein bisschen unangenehm ist. Gehe ich schon mal in diesen Modus hier. Das leuchtet nur, weil Kerze. Na gut. Ach, die ist nicht unangenehm. Alles easy. Hier ist gar kein Problem. Geht wirklich. Au, warte.
Ernsthaft, die Kleinen greifen auch an? Die Kleinen verteidigen ihre Mama oder wie? Ja, fast schon ein bisschen gemein. Gut, haben wir. Ah, easy. Rappeneier. Sie hat in der Leiche ihre Eier für die nächste Brut gelegt. Ach, wie schön. Irgendwie. Irgendwie habe ich die ganze Zeit das Gefühl, was zu übersehen hier. Als wären hier lauter. Es fühlt sich so an, als müsste es hier überall irgendwelche Schätze geben. Bisher ist es halt noch so quasi gar nichts. Guck mal. Das ist wirklich sehr nett. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das hier schaffen bisher. Das ist krass. Das ist krass. Also noch kommen wir hier ganz gut zurecht, muss ich sagen. Für einen Stufenaufstieg brauchen wir noch knappe 7000 Hühnchen, aber nun. Bist du... Are you friendly? Nein, bist du nicht. Dann... Oh, ach, da ist ja noch einer. Hacheje. Ist ja gut. Bleib mal geschmeidig. Ich wollte doch nur mit deinem Kumpel spielen. Ehrlich. Hey. Habe ich nicht gesehen. Es ist peinlich, aber wahr. Wo ist denn sein Kollege? Ist er hier den Hang runtergehoppt oder was? Handbuch des Rüstungsschmieds. Na, das kann doch nicht verkehrt sein. Na, ihr? Ach, das sind die Hirschvögel. Hirsche, das klingt falsch. Ich brauche für die nächste Stufe bereits über 100.000 Runen. Ja, also so dann... Ab der Stufe kann man sich dann noch so langsam als ausgelevelt bezeichnen. Da ist ein Level-Up dann doch eher ein rares Ereignis. So, das war gar kein Schädel. Bofi, Blindfisch. Diese ganzen Steine, diese ganzen Säulen und alles, na, die ist aber auf jeden Fall irgendwie, oder? Die müssen wir mal untersuchen. Die ist auf jeden Fall interessant. Auslevel bist du noch lange nicht, so habe ich das Gefühl. Nee, huch, hallo. Herr Jemine, lass mich doch mal. Sehr gut. Das ist. Hoppla. Muss ich zwar gerade wieder einsetzen, aber ist okay. Wir kommen der Schwarzweite, wenn Skyrim wäre. Ja, ich. Ohne Scheiß, ich habe eben ja schon gesagt, es ist echt so Elder Scrolls-Feeling hier, ne? So, das hier. Okay. Ich wollte gerade sagen, die können nicht böse sein. Die kann ich nicht anvisieren. Aber sie können doch. Flamme entzünden. Das ist bestimmt keine gute Idee.
War das eine gute Idee? Man weiß es nicht. Es sieht schon einfach episch aus hier, ehrlich. Richtig episch. Pass mal auf, ich habe ein bisschen eingebüßt, oder? Ja, komm, wir gehen nochmal zurück. Gehen nochmal ganz kurz zurück zur Gnade. Tasten da einmal. Waren die jetzt? Warte. Völlig verfranst gerade, warte. Scheiße. So. Rabbi Grabman ist jetzt zwar theoretisch wieder da, aber... So, ja, es bringt nichts, auf die Karte zu gucken. Links rum oder rechts rum? Komm, lass uns erstmal diese Treppe da rechts hochgehen. Irgendwas bringen. Ansonsten können wir ja auch wieder nochmal zur Gnade zurück. Wenn die jetzt nur Mana gekostet haben am Ende. Das ist kleine Zeug da. Ach, das sind nur. Okay. Ah, guck, gab Mana wieder zurück. Hier muss doch irgendwo toller Loot sein. Komm schon. Wir suchen uns gerade an It Takes Two. Leider scheint mein PC nicht mit den Cutscenes klarzukommen. Der nagelneu zusammengebaute. Er ist einfach zu schnell. Der neue PC ist halt einfach zu schnell für das Game. Das ist aber echt schade. Die Textur ist so toll. Ihr müsst das schaffen! Ein Dreiecksschild. Da kann man doch gerade mal gucken, was das für Wert hat, weil so ein Schild. Okay, hier haben wir schon eins mit 100% physischen Abwehr. Schutz, wie auch immer, ne? Die haben auch 100% physisch. Ja, ansonsten ziemlich identisch. Die geben sich nicht viel. Seitdem habe ich Fanti-Träume. Fanti ist einfach wirklich... Die Szene mit Fanti ist einfach wirklich der Stoff, aus dem Albträume sind. Da haben wir noch Loot hängen. Atomstrahler, schönen guten Abend. Danke für deinen Resub. Vielen lieben Dank. Ich habe auch keine Alerts an. Vielen Dank. Hab ganz viel Spaß und schönen Abend. Bisher ist das alles hier sehr souverän. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich habe gedacht, hier werden wir tausendmal sterben. Werden wir auch noch. Also bestimmt hat dieses Gebiet auch irgendwas Bossiges. Bestimmt wird mir das übelst auf die Mütze hauen. Ich finde ja diese Herde so toll hier. Oh, einer guck. Das macht vieles, glaube ich, irgendwie bestimmt leichter, wenn ich
so drüber nachdenke oder so. Also wir sind hier lang gelaufen. Irgendwie da hoch mit dem Fahrstuhl, keine Ahnung. So, dann da lang. Ja. Mal gucken. Also das ist hier auf jeden Fall eine Sackgasse. Das ist schon mal gut. Mal gucken. Black Raider, moin moin. Und Willi, Tachchen. So ein Gegner, oder? Der Blick unbezahlt. Mal gucken. Mal gucken, ob es lebt. Oder zum Leben erwacht. Hä? Hä? Wohl nicht. Was ist das dann hier? Schönen guten Abend. Servus Bianca, grüß dich. Hä? Ziemlich geiles Tier. Nämlich wäre als Gegner sicher krass geworden. Hört ihr das, wie das klingt? Dieses schmatzende Geräusch beim Laufen? Oh. Wäre als Gegner sicher sehr, sehr krass geworden. Deine Verwirrung? Geil. Ja, irgendwie von Weitem dachte ich, Baumstumpf, Wurzeln, irgendwie, weißt du, wenn du so von hier so... Ne? Von Weitem war das irgendwie noch nicht, also sehr krass. Woher die Brille reichen? Auch noch? Da ist nichts. Also, ich gehe mal hart Risiko ein jetzt hier. Indem ich sage, so ein Viech würde uns 100 pro noch irgendwo angreifen. Das legen die ja nicht zur Deko hier hin. Also in dem Fall schon ein bisschen, aber das liegt da wie eine Drohung. Das liegt nicht da wie, ich habe das da mal hindekoriert. Vor allen Dingen, hier ist nichts. Kein Loot, kein Hebel, kein nix. Hier geht der Weg nicht weiter. Dieses Ding wird mir noch irgendwann in den Hintern beißen. Das wird ein Kampf hier. Ich denke, ich werde noch ein paar von diesen Säulen in Brand stecken müssen. Vermute ich mal. Untersuchen kann man hier aber nichts. Ah, warte mal. Wie wäre es mit der hier links? Oder ist die in Brand gegangen, weil ich... Mal gucken. Ah. Ach, hey, ich glaube, hier ist eine größere Aufgabe verborgen. Warte. Muss mich zusammenreißen. Ja, bitte, lass mich noch ein bisschen selbst rausfinden. Das ist, ich kenne diese Gefühle. Ich weiß, was in euren Köpfen jetzt vor sich geht. Aber ich muss stückweise hier rausfinden, was es mit dieser Welt hier unten überhaupt erst auf sich hat. Noch ist sie extrem harmlos bisher. Schnauze halten sollen, ey. Ich kann einmal die Fresse halten, wenigstens. Einmal sollte ich wenigstens die Fresse halten. Passen, ey. Einmal die Fresse halten, der Kerl, weißt du? Nee. Oh.
Ja, oh, 100% Trefferwahrscheinlichkeit, ne? Gut. War so klar, oder? Wenn man nichts zu sagen hat, ne? Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten. Ey, weißt du, ich war ja gnädig zu mir. Bam! Kriegst du so eine Dreiergruppe und auch noch einen Bogenschützen dabei. Also Bogenschützen sind ja wirklich des Magiers Tod. Das ist so meine Horrorvorstellung, dass wir irgendwann mal so ein Rudel Skelettbogenschütze haben oder sowas, die wir bekämpfen müssen. Wird bestimmt irgendwann kommen. Wird bestimmt irgendwann kommen und das dürfte dann ziemlich fluchig werden. Mag euch nicht mehr, seitdem mich einer eurer Böcke hier angeschubst hat, während ich in einem Wüstenkampf verwickelt war. Das ist so ein Pferdewirbel, ne? Denkt der mir? Dass ich da überhaupt wieder hochkomme, oder? Ist ja verrückt. Hier gibt es so ein paar Sachen, die mir einfach momentan einfach noch keinen Sinn machen für mich. Dahin da. Okay, alles klar, ich hab's jetzt. Echt jetzt? Komm. So hoch war das jetzt auch. Ja, schade, ne? So. Jetzt sauer. Kieferknorr-Axt. Dieser Bogenschütze hat die Axt gehabt. Das war mir klar. Übrigens ein bisschen Angst, wenn ich hier rückwärts runtergeloppelt, dass ich so ein paar Blitze in den Hintern kriege, aber scheinbar alles. Okay, gut. Diesmal fallen wir da nicht runter. Bin da schon hoch? Also wenn mich dieser Wirbel da hochpustet auf diesen Turm, ne? Ich glaube, der Turm war das hier, oder? Warte mal, welcher Turm anders? Ja, auch noch ein bisschen weiter. Ah, dann eventuell war es dann doch hoch.
Komm, das ist wirklich nicht so hoch. Naja, egal. Himmel sieht cool aus. Hier sieht ziemlich alles gut. Okay, bin da. Ich habe keine Ahnung warum, aber ich bin da. Ist das hier irgendwas? Darüber kommen? Ne, Moment. Ne, das war ja das Ding, wo das komische Viech lag. Vielleicht von hier nochmal in den Strudel und dann darüber? Oh, da drüben. Da muss ich hin. Bin hier nur mal gespannt. Das könnte jetzt... Okay. Gut. Ich habe überhaupt keine schwitzigen Hände oder so. Das ist genau mein Ding. Oh Gott, ich werde hier so häufig sterben. Jetzt? Warum ist hier nichts? Hier muss Loot sein, hier muss geil sein. Ich hab doch was Tolles erreicht. Belohn mich, Spiel. Ich glaube nicht, dass ich dahin muss. Warum erwarte ich hier irgendwie einen Gegner, der einen runterschubst? Eine Etage tiefer, oder? Ich muss da nochmal probieren. Nur ehrlich, keinen Plan mehr, was ich mir eigentlich davon erhoffe. Und zur Not können wir uns ja immer zurückporten, wohin auch immer. Oh. Also, ne? Was hat er denn für eine Maske auf? Ja, und warum liegt da Strom? Keine Ahnung, ich port mich weg. Ich wüsste nicht, was ich hier finden soll. Guck mal, da hinten ging es aber theoretisch weiter, ne? Keine Ahnung, ich wüsste nicht, was ich hier noch finden soll. Ja, dieses Gebiet ist ganz schlimm für mich. Ganz schlimm. Man weiß irgendwie, dass hier sonst was verborgen ist. Aber kommt irgendwie nicht hin. Oh Gott, ich dachte, ich wäre schnell gewesen.
Die sieht sich wieder, das ist sehr nett. Gut, hat ein bisschen weh. Aber war schneller, aber nicht unerheblich. Bin immer noch sehr stolz, dass ich hier auf diesen Alltod nicht gestorben bin bis. So. Und hör auf. Nur der eine oder gibt es hier noch. Ja gut. Alles easy, Junge. Das ist die nächste Säule, die wir anzünden können. Oh, oh nein. Minotaurus Bogenschützen sind noch schlimmer, was den Schaden angeht. Die Minotaurus Bogenschützen hat man ja auch schon. Wie gesagt, also Horrorvorstellung ist von denen oder so Skelettkriegern oder was auch immer. Also 3-4 oder sowas oder. Oh, ja, das Spiel kann bestimmt auch noch eine Schippe drauflegen und ein paar mehr nochmal. Ist da nicht so. Das denkt er sich ja auch, gönn dir. Ja, ohne Scheiß. Also das so als Magier gegen Bogenschützen ist immer kacke. Egal welches Spiel. Kein Talent spielt auch mit. Hm? Das ist das Demütigendste am ganzen Spiel. Das Demütigendste am ganzen Spiel, sage ich euch. Das permanent. Na no! Willst du mich? Willst du mich verarschen, oder wie? Alter, ich glaube, ich muss hier mal... Ja, ich hänge irgendwo fest. Ungut. Das war nicht so. Shit. Ich dämmel. So. Wie kam der denn raus hier aus diesem, bei diesem Grabstein irgendwie, wo der jetzt herkam? Lass dich überraschen, ja, wenn du das schon sagst, weiß ich doch Bescheid, dass ich hier voll auf die Fresse kriege. Ich sag nix, aber lass dich doch überraschen. Ach ja. Ja. Hast du wohl gedacht, kannst du mich überraschen? Die Schweine wirken so aufgeregt. Alles gut, ihr könnt weitermachen. Ach, da ist das Vieh. So ein Tintenfisch gegen sie, weiß ich nicht. Eisen. Hi. Ich bin Koya. Lass mich durch nichts aus der Ruhe bringen. Was ist das C? Ich muss weg. Ich glaub. Kannst du alleine spielen. Hahaha.
Ach, Blitzis. Ich bin unzufrieden. Warte. Ist überall Loot. Au, 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 au. Ach, das. Ah, das mit dem Loot ist. Das ist, wenn wir jetzt mein Pferd so schnell zerpflückt, hätte ich nicht gedacht. Die sehen so behäbig aus. Und dann denkst du, komm, den Loot schnappst du dir schnell. Und dann sind sie so schnell. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt liegen meine Runen natürlich unter seinem Hintern. Ah, ja, ein Problem. Warte mal. Warte mal. Hier, da ging's lang. Lebt da denn? Oh ne, ist einfach nur Busch. Hi. Hi. Ich kenne euch nicht, ich brauche euch nicht. Ja. Die Säule, die ich angezündet habe, brennt noch, oder? Okay, jetzt hat mal Piano. Zärtlese. Bin zärtlich. Lass mir das nur dazu anmerken. So. Ach, ich. Ach. Sind hier überall Arschlochgegner. Warum? Ich sehe da was. Nein, nein, nein. Lass das, lass das, lass das, lass das, lass das. Gut. Auf. Hey, ich will euch nur. Ich. Gut, naja, also ich würde auch so sagen, also so mal über alles gepeilt. Kommen wir hier doch ganz gut durch. Bisher. Was? Füllt eure Gläser leer, ist soweit, wir können die nächste Schnapszahl trinken. Ja, was? Das ist für dich. Was für eine Schnaps. Mergi hat JB versorgt. Dankeschön, Mergi. Voll lieb. Dankeschön. Viel Spaß euch beiden. So, ich habe jetzt drei oder vier Säulen angezündet. Und ich schätze mal zu diesem Boss hoch, da waren es glaube ich 6 Stücke. Das heißt, haben wir noch. Da hinten ist eine. Haha! Da hinten ist eine Tür, die leuchtet. Ich weiß nicht, ich gehe da jetzt hin. Ja. Da hin. Oh, nein. Ich wollte eigentlich. Sprinten. Ich wollte sprinten. Nicht doch, nicht doch, nicht doch. Nicht. Oh! Von hinten kommt nichts. Gut. Oh oh. Halt klar, halt klar, halt klar, gar kein Problem, gar kein Problem. Ich kenne mich mit euch aus. Oh fuck. Die ist zäh. Die ist richtig zäh. Wir machen sie trotzdem.
Happy New Year. So, weiter geht's. Will sich in den Vordergrund drängen hier oder was? Das ist ja nicht. Oh, da ist auch eine. Oh. Bitte gib mir Mana. Nicht so. Hier irgendwo noch eine? Auch nicht so. Doch, da war noch eine. Sie gibt mir Mana. Nicht so. Miedestein 4, den kann man aber auch nehmen. Nett hochgesprungen, oder? Nee, bei weitem nicht. Okay. Warte mal, wir schauen mal ganz kurz in Richtung Südost. Ist das. Aha. Dann eventuell außenrum, ne? Dass man hier dann so rum muss. Hm. Fackel, Fackel an der Wand und hoch. Ich habe auch überlegt, ob man über die. Ob man über die springen kann, aber auch da reicht es nicht für. Ich habe genau den Gedanken hatte ich auch schon, aber ich wüsste nicht. Also ich. So hoch komme ich nicht. Nee, auch nicht mit Anlauf oder Karacho oder so, oder? Mal gucken. Nee. Tipp oder kein Tipp? Nur ein Tipp, ob ich von hier reinkomme. Ob ich hier irgendwas machen muss, um da reinzukommen. Nur einfach sagen ja oder nee. Oder ob ich woanders von woanders in den Raum reinkomme. Damit ich mir hier nicht die Zähne ausbeiße. Nee, da nicht. Okay, dachte ich mir. Das wäre jetzt auch meine Konklusion gewesen, dass das nicht geht. Und wie gesagt, Richtung Südost ist dieser Raum. Das heißt eigentlich... scheint es mir so, als müsste man hier außen rum gehen. Das heißt also, wenn wir das jetzt mal irgendwie markieren. So, warte mal, das ist die 4. Leider habe ich zu viele. Warte. Sind die alle? In der anderen Welt, ne? Also zu 3 müssen wir jetzt. Das hilft mir jetzt aber auch nicht weiter hier.
Nee, die drei war das. So, wollte doch sagen, die drei kann sie sein. Vier. So, Himmelknorzknispel. Also, irgendwie außenrum. Mal gucken. Ax, eine gute Nacht. Schön, dass du da warst. Irgendwie außenrum. Alles andere? Ach, das... Ein unangenehmes Volk. Weg da. Ernsthaft? Ah, ich hasse diese, ne? Okay, ich habe den Eingang, glaube ich, gefunden. Den theoretischen. Okay, war dumm. Das war auch dumm. Hauptsache keine Krabben und Hauptsache keine von diesen komischen... Oh, das könnte schmerzhaft werden. Ja. Runterfallen ist aber auch schmerzhaft. Ich könnte den bringen, hier runterzukommen, wenn ich den anballere. Ah, ich kann nicht anballern. Okay, pass auf, wir probieren es. Das wird schmerzhaft, wir wissen es. Schmerzen. Au. Ach so, ein Mana-Trank, ne? Das wäre jetzt schon echt cool. Also so ein paar Ladungen, meine ich. Da ist eine Gnade, da ist die nächste Säule und meine Idee, wie ich, warte mal doch, wie ich in diesen Raum mit dem, mit der letzten Geige komme, das hätte ich jetzt beinahe gesagt, ist quasi verflogen, aber da geht es ja dann doch noch. Yep. Das ist er doch. Achchen.
Ich frage mich nur lieber jetzt schon, wie ich hier wieder rauskomme. Ah, durchs Fenster. Okay. Ach, das ist einfach nur ein Händler? Oh, oh, a customer. Hi. Aber wenn der so versteckt ist, hat er bestimmt coole Sachen. Wie viele Runen habe ich und wie viel brauche ich? Warte, ja. Till next time. Ja, ja, bestimmt. Warte mal, Status. 14.000 Runen habe ich. Das könnte natürlich jetzt ein bisschen... gut, mal gucken. Hallo again. Geil. Was hast du denn, Feines? Seife. Heranwachsenden Schmetterling. Eventuell einen Steinschwertschlüssel mal mitnehmen. Eine Larvendräne. Eine Larvendräne. Material, das Renala für Wiedergeburten benötigt. Okay. Ach, klingt jetzt erstmal interessant. Des nomadischen Kriegers. Nochmal des nomadischen Kriegers. Boah, das hat 6.000 kostet das. Was bringt das denn Cooles? Umschwert. 6.000. Kriegt man das irgendwie angezeigt? Was das da? Geräuchertes, gesprenkeltes Fleisch. Mensch. Und hier? Seife, Öltopf, Öltopf mit Kordel. Goodbye. Till next. Nimm die Träne. Hallo, was denn für eine Träne? Customer. Träne? So, Larventräne. Die soll ich mitnehmen? Ist ein Teil zum Respecken. Okay. Das ist gut, wenn ihr das sagt. Das ist gut. Das ist goodbye. Gut. Hätte ich die jetzt liegen lassen. Okay, okay. Dachte ich mir schon, dass es. Ich habe schon mit für Wiedergeburt. Ich hätte beinahe die Frage gestellt. Ist das zum Respecken? Weil das mit dieser Wiedergeburt kam mir schon der Gedanke in dem Moment. Ich habe es nur nicht ausgesprochen, weil ich dachte, naja, Wiedergeburt ist ja vielleicht doch was anderes, aber ich hatte wirklich genau den Gedanken, dass es hier ums Respecken geht. Exakt identisch war mein Gedankengang. Wow. So, da unten war die Krabbe. Ich will aber noch mal eins, warte mal. Ich will nochmal was gucken. Da ist die zweite Etage von der Hütte. Ist da was? Warte mal. Kommt da halt nicht hin. Also nicht so ohne weiteres. Oben runter. Ich will mal die zweite Etage von der Hütte will ich mir angucken. Tolle Festung, die sie sich hier gebaut haben. Nee, wirklich toll. Überall so gut hin. Ha! Megaloot, oder? Wow. Ja, Schmiedestein 3, sagt man nicht nein. Unten liegt auch noch was. Ich absichtlich jetzt hier oben rum, weil. Warte mal. Viel ist häufig Arsch, also kann ich auch mal Arsch, oder? Ich kann auch Arsch. Bitteschön. Nein! Ach, ich hab's verdient! Ich hab's so verdient! Ich hab's einfach verdient! Ich. Ich hab die falsche Waffe!
Ich hab immer auf den linken, auf rechts den Stab gehauen. Gott. Leck mich. Ich hab's verdient. Einfach mal Arsch. Ja. Das war's. Selbst für die Krabbe war das überraschend, ja. Hat selbst die Krabbe nicht mitgerechnet, dass das passiert. So, wir haben 11.000 immer noch. Und ich weiß, ich habe einige Runen. Und ehe wir jetzt hier irgendwo 11.000 Runen verballern, hier links ist nämlich auch wieder so ein Herbeirufungs-Statue-Dings da. Das heißt, es könnte hier auch mal wieder ein Kämpfchen kommen. Und hier in der Nähe war doch noch die Säule, die müssen wir, darf ich nicht vergessen. Wir werden jetzt hier leveln, heißt das. Also, Inventar. Warte mal, mir fehlen. Ich habe 11. Warte mal, Moment. Status. Mir fehlen 4.500 und ein paar zerquetschte. Das heißt, 4.600 sollten wir uns gönnen. 4.600. Das heißt, davon sind es 23, ne? So. Rabante, einen schönen guten Abend, hallo. Und wir gehen nochmal auf Weisheit. Glaube ich. Geist wäre eventuell auch mal wieder gut. Warte mal, wie viel Mana-Punkte gibt Geist dazu? Habe ich das jetzt? Ah ne, das wäre das. Wie viele Mana-Punkte gibt Geist dazu? Ja gut, das ist ein halber Zauber mehr. Wir machen Weisheit. Mehr Schaden ist ja auch quasi weniger Mana-Verbrauch. Ne? Muss weniger häufig schießen. So. Vorher, was? Verwendet die Eisaxt? Also, habe ich scheinbar eine Menge verpasst. Hab ich die verwendet? Achso, ja. Aus Versehen habe ich sie verwendet. Hier irgendwo war doch jetzt in der ziemlich Nähe, ja genau da. Da ist die nächste Feuersäule. Ach Gott, was machst du denn hier? Mama! So, jetzt bin ich ja wirklich Arsch. Dann müssen wir rein. Da guckst du doch mal. Muss ich ja mal ausnutzen. Da ist das Flattervieh. Ich sehe die ganze Zeit nur diesen riesen Schatten da und frage mich, was da jetzt was. Oh. Ist. So. Na, ihr? Ach, ach! Das ist ungünstig. Nein! Das war auch witzig. Oh. Jetzt gut. Das war schon Arsch. Spiel, das war Arsch.
Muss man schon sagen. Warum macht man das eigentlich? Also ich meine, es ist nur mal so. Rein Neugierde. Man kommt in eine Unterwelt gefahren. Man geht eine Treppe hoch, wo rechts und links Säulen waren, die sich nach und nach entzündeten, wenn man hier andere Säulen entzündet. Und man denkt sich so, wenn die alle entzündet sind, da oben liegt so ein halbtoter Boss, Gegner, Riesenmonster. Er könnte bestimmt aufstehen, wenn ich die ganzen Säulen anzünde. Und was macht man? Ja, komm, lass die Säulen anzünden. Warum? Also, ist das ja schon eher fortgeschritten dämlich, würde ich sagen. Ja, so meine Diagnose. Ich weiß jetzt nicht, wie eure Diagnose so ausfallen würde, aber. Hä? Ich habe gerade Runen bekommen. Nun. Gut, ihr? Aha. Lord of the Dance. Irgendwie habe ich ein bisschen Bedenken, dass das gut wird hier. Das ist doch irgendein fucking Ritual hier. Ich habe schon gesehen da oben, über meinem Kopf, auf dem steht auch noch einer. Es sind mehrere von diesen Bogenschützen. Angenehm. Oh, das war nett. Das hat wieder aufgefüllt. So dermaßen nach großböse Kampf aus hier. Da ist die nächste Säule. Kriegsasche Duell. Das ist ein Portal. Junge, ein Teleporter, wo der nur hinführt. Ja, definitiv nirgendwo hin, wo es gut ist, ehrlich. Ich scheiße erstmal auf den Teleporter. Ich will die beiden Säulen. Da oben ist eine Säule, da ist eine Säule. Aber dass die hier da so rumstampfen, irgendwie, das klingt mir, als würden sie irgendwas anbeten oder so. Weißt du, es fühlt sich einfach. Fühlt sich äußerst unangenehm an.
Okay, ich dachte, die geben mir einen Mana-Trank wieder zu. Ach, das sind ja Ratten! Das sind ja Ratten! Das ist ja gut. Ich dachte, das wären Wildschweine. Ich habe da überhaupt nicht drauf geachtet. Ich habe da keinen Millimeter hingeguckt. Oben bimmelt's. Oben bimmelt's. Ach so einer. Nee, braucht die nicht. Ich hab da was. Au! Alter! Ja, immerhin ist jetzt nicht mehr dunkel. Ich kann jetzt nachts im Bett leben. Alter Verwalter! Hallo, getroffen! Geht das noch weg? Das ist gut. So. Was war denn gegen den Ochsen jetzt? Oben, ne? Da links von dem. Machen wir das weg. Ah, über meinem Kopf da. Ballen schießt ganz schön schnell das Ding, ne? Ja. Ehrlich selbst, ehrlich. Ja, da ist da oben. Hört euch das auch so, wenn ihr Schafe hört, müsst ihnen immer antworten. Irgendwie muss ich das. Hi. So eine Rattengruppe sehen, vorher unser Leben auffüllen, weil die danach auffüllen. Alles klar, du Arsch. Hab dich. Ja, hab dich nicht. Bin da gleich bei dir, ist auch kein Problem, ja. War er nicht, ne? Das war er gar nicht. Das war ein ganz normaler Bogenschütze. Von denen hat man schon 12. Ja? Vorsicht, Felsen! Ich wollte doch noch. Jetzt mach schon mal. Au, 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 lass das. Gott, das war jetzt nicht gut. Holy. Das wäre fast zum Klippentod gekommen. Ich hab's gerade so. Beach um die Ecke. Ich hab's schon aus dem Augenwinkel gesehen. Ich wollte schon laut quieken. Dachte mir aber, hey, ist mal männlich. So.
Ah, da ist Ratti Rattmann. Ja. Warum bist du so schnell und so gemein? Und seit wann seid ihr zu zweit? Seit wann seid ihr zu dritt? Seit wann seid ihr zu viert? Seit wann... Nein, ich will doch nicht aufs Schaf. Ach man, leck mich doch am Arm, ey. So. Oh, der war souverän, echt. Wer die jetzt hier beinahe... Die, nicht nur beinahe. Kann ich jetzt endlich mal diese gottverdammte blöde Fackel anfackeln? Da gibt's doch wohl nicht. Wo sind die jetzt eigentlich mittlerweile? Hinten. Aber nur sind auch eine. Die waren doch zwei. Ah, da ist er. Die zweite. Da, ja, okay. Wir schielen kurz. Hm. Erstmal nix, aber wenn ich da runterspringe, erscheinen die bestimmt wieder. Mama Ratte ist da. Okay. Gut. Gut, 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 gut. Das ging noch mal. Auch gut. Nun, jetzt ist die Frage, wie viel haben wir jetzt mittlerweile von den Dingern? Nicht mal die irgendwie auf der Map angezeigt? Nee. Hat jemand mitgezählt? Was? Man könnte fast sagen, ja, den Magiebogen raus. Aber nur fast. Egal, da hoch will ich auf jeden Fall noch. Da, wo diese Treppe hochführt, auf diese... Das ist das Ende hier. Da ist der Turm oder was auch immer. Hier oder 5. Also 5 bin ich mir relativ sicher, dass wir 5 haben. Nur es hieße, es würde eigentlich noch eine fehlen. Weil ich glaube, es waren 6 an der Treppe. Damit sie den schon nächsten Vertrag, verdammt. Hier eine Vertragslücke. Schauen wir uns mal an. Erhöht den Fokus. Oh, was habe ich momentan? Ausrüstungsgewicht. Lass mal, wenn ich das jetzt... Ah, da habe ich große Last.
Habe ich mittlere Last. Shit. Okay, das heißt, wir müssen mehr auf Konditionen gehen. Erhöht den Fokus ist natürlich nice. Ich will nur mal gucken, wie viel. Warte mal. Ich will nur mal gucken, wie viel. Inwiefern, ob es sich wirklich lohnt, dann da drauf zu gehen. Wir haben jetzt Focus Points 160. Und dann gehe ich jetzt mal auf Ausrüstung. Machen das raus. Focus Points 160 werden zu. Ist auch rechts. Da, auch 160. Hä? Das hat nichts mit Focus Points zu tun, glaube ich, gell? Das ist was anderes. Irgendwas anderes. Irgendein anderer Fokus. Aha. Ah, okay. Und ich. Oh, toll, ich habe mich schon gefreut. Ui, ui, ui. Ich glaube, ich habe keinen Steinschwertschlüssel, ne? Was sagt denn die Beschreibung? Hört die Fokuspunkte. Ach so, die Beschreibung, Moment. Ach, der Fokus bestimmt die Resistenz gegen Schlaf und Wahnsinn. Ich vergesse immer, dass man da auf X gehen kann und dass man nochmal eine detailliertere Ansicht hat. Angeblich ist dies ein sprießendes Horn. Die Ahnenjäger glauben, dass Hörner langlebigere langlebiger Bestien wie Geweihe wachsen und sich Jahr um Jahr erneuern, bis die Bestie sich eines Tages in einen Ahnengeist verwandelt. Heartless, Dankeschön für dein Follow, ganz herzlich willkommen. Hallöle. Hier vorne haben wir auf jeden Fall einen Steinschwertschlüssel nötig. Ja, komm, brauch nicht ins Inventar gucken. Wir klicken einfach an, dann sehe ich's. Das ist so ein Siegelgefängnis. Hier ist was auf. Der ist dann natürlich jetzt nicht aktiv, klar. Ja, so sieht's nämlich aus. Der Händler aber hatte einen. Der Händler hatte einen. Übrigens ein bisschen fies, dass hier keine weitere Gnade ist. Wirklich keine? Nee. Doch, da. Ah, jetzt, ja. Eine Gnade. Das ist gut. Dann aktivieren wir die, dann können wir zurückreisen, den Steinschwertschlüssel holen und hier wieder zurück. Also ich vermute mal, genau, ja, okay, Little Eclipse hat es jetzt bestätigt, was ich bisher vermutet habe. Mit solchen festen Aussagen ein bisschen vorsichtig sein. Aber das war genau das, was ich mir gedacht habe, dass in dem Moment dann der Boss erwacht. Oh. Achso, halt, was mache ich denn? Wir reisen. Ja, was ist denn jetzt der beste? Warte mal. Das war das Ding da in dem Gebäude, ne? Ja. Steinschwertschlüssel sollte ich einfach immer mitnehmen, ehrlich. Ja, alles gut? Nee, nicht so, ne? Alles gut? Nein, nicht. Ach Gottchen, der lebt ja noch. Oder wieder.
ins Gesicht. Der da oben war äußerst unangenehm. Warte mal, Steinschwertschlüssel holen wir ja eh. Also müssen wir nochmal reisen. Dann können wir auch hier mit den Tränken so ein bisschen verschwenderisch sein. Das fand ich gut. Das hat mir doch gefallen. Good customer. Da ist er. Guck mal. Wollen wir zwei holen? Kommen wir holen zwei. Und wir schauen mal, was wir verkaufen können, ob wir irgendwas doppelt haben. Irgend Gedönsel. Lang nichts mehr gefunden, so an Rüstung und so, ne? Goodbye. Tschüss. Die Musik der Händler so schön. Ja, ein bisschen eintönig, ne? Ein bisschen traurig, ein bisschen. Ah ne, hier waren ja keine Gegner. Bisschen, naja. Jetzt bin ich mal gespannt. Also ich gehe mal davon aus, dass wenn wir da jetzt mit dem Fahrstuhl irgendwie da runterfahren, uns da irgendwas erwartet, was ein bisschen böse ist. Aber jetzt haben wir gerade noch 600 Runden, also insofern, das ist verschmerzbar. Hast du eigentlich mitbekommen, dass Dune am 26. April erscheinen soll? Ja, habe ich tatsächlich mitbekommen. Nach wie... Ach, hoch! Okay, das kommt überraschend. Ich dachte, wir fahren jetzt so diese eine Halbebene runter in den Turm. Das sieht ja aus, als würde ich ganz hoch fahren jetzt wieder. Das ist quasi der Ausgang. Oh, ein teuer erkaufter Shortcut. Okay, dann habe ich aber immerhin auch hier. Oje. Da ist ein Siegel. Wir machen dem Boss noch keine Angst. Ich werde da mich wieder zurückporten, so ist es nicht. Wir haben jetzt diese ganzen Flammen da angemacht, keine Sorge. Aber wenn die Dinger hier sind, ist hier alles gut? Nein, ist es nicht. Ach. Das kam überraschend. Die waren sonst immer so friedlich. Das sieht nach Aua aus. Das sieht verdammt nach Aua aus. Oh!
Kann ich die... Kann ich die nicht beballern hier? Eddie, danke schön. Resub, 6 Monate. Vielen lieben Dank. Dass du da bist. Hallo. Ich bin ein wenig. Ach, warte. Ach, warte. Ist es. Es ist. Oh, es ist. Alles klar. Alles klar. Okay. Pass auf. Ich muss weg. Danke, Freddy. Dankeschön. Blade Runner, Brummelhamster, Maxi Mac und Phinea sowie Macke. Hat's erwischt. Vielen lieben Dank, Freddy, für die Geschenksabs. Vielen lieben Dank. Okay, Leute, wir den, das, ne, wissen wir später, das auf. Da muss ich mit dem Pferd irgendwie vorgaloppeln und dann hoffentlich, versuchen, den zu erwischen. Aber jetzt wollen wir erst unten den Boss machen. Jetzt nicht, ich hatte jetzt erwartet, mit diesen Suchscheinwerfern, Viechern, Würmern, Dingern da, dass uns da ein Spiegelgefängnis oder wie die Dinger heißen erwartet, aber war nicht. Ach, wieso denn? Oh ja, das wird witzig. Ja, das machen wir auch. Das machen wir auch. Ich weiß noch nicht, ob ich da nicht noch ein bisschen zu klein für bin. Aber werden wir schauen. Ich würde ja verlängern, aber sag ich mir erst ab 15.04. Okay, dann nicht. Ist doch 15.04. Nun. Dann morgen. Oder Montag. Oder irgendwann. Läuft nicht weg. Da. Ich... Schau mir mal an, wie viele von den Dingern brennen und ob wir noch irgendeine der Säulen finden müssen. Idona, schlaf gut. Schön, dass du da warst. Eine Säule... Nee, 2 Säulen fehlen. Warte mal, das sind ja 8. Uff. Also wir haben 6, da habe ich mich nicht verzählt, aber es sind im Endeffekt 8, die ich brauche. Und lustigerweise, die hinteren 3 habe ich, aber in der Mitte fehlen mir 2. Wenn das jetzt symbolisiert... So die Stelle, wo man die findet, dann haben wir hier, behaupte ich, wohl, waren wir da? Hier so? Das wäre noch ein Punkt. Ansonsten... Schwierig. Die hatten wir. Wir machen jetzt mal einen Galoppelspurt hier durch. Hier haben wir auch. Was ich nicht so untersucht habe, ist hier rechts rum. Weil hier diese ganzen... Blitzviecher waren. Ah, ja, das kam überraschend. Er hat schon wieder so einen Scheiß im Rücken stecken. Er hat nur die 2 oder 3, die...
Ich wollte gerade sagen, es war schon wieder bestimmt fast knapp, dass ich hier irgendwo runtersimmel. Verschießt der Arsch denn? Unten der, oder was? Es ist da, wo ich die Insel das letzte Mal so richtig schön sneaky geklärt habe, da oben. Ich habe ja gesagt, hier war ich nicht. Okay. Ja, das sind echt fiese Möb, diese Bogenschützen. Ey, komm, die haben doch ein Aimbot drin. Okay. Gehen so, hopp, bleibt im Kopf. Okay, dann muss ich ein bisschen sneaky rein. Okay. Gut. Scheiße. Das wollte ich doch. Nochmal ein Feeling, dort nur ein Fluchen. Nö, gar nicht mal. So, wir müssen jetzt nach Süden. Ich will jetzt mich nur von der anderen Seite nähern und hoffen, dass die Gegner hier. Guck mal, da ist auch noch eine Säule, oder? Okay, das machen wir jetzt zuerst. Doch auch noch so eine Säule, oder nicht? Hm. Hi. Wollte mich mal ein bisschen verbeugen, ey. So, guck, der steht ja schon mal andersrum. Oh, eine Pelzkleidung, wo ich vorhin gesagt habe, hey, wir haben lang keine Rüstung mehr gefunden. Habe ich aber richtig eingeordnet, ne? Also diese Säulen, wie sie auf der Treppe angeordnet ist, symbolisiert auch von unten nach oben quasi, genauso von hier nach da oben, wie du die Säulen findest. Also wir hatten die letzten alle, wir hatten die ersten alle, also musste es hier in diesem mittleren Bereich sein, dass die noch fehlen. Das finde ich echt gut.
So, da oben ist die letzte Säule. Müssen wir uns nur mal ein bisschen sneaky rantasten, wo diese Ochsen alle stehen im wahrsten Sinne. Mergi, schlaf gut, schön, dass du da warst. Eine gute Nacht und schöne Ostertag. Da sind meine Runen. Die sind mir relativ egal, das sind nicht viele. Wichtiger ist, dass ich jetzt die Gegner hier ausfindig mache, aber die sind scheinbar irgendwie noch im Modus oder so. Lese nicht, nicht einen einzigen Gegner. Diese Geister, die spawnen erst noch. Mies. Da vorne, da leuchtet es hinter dem Reh. Er hat durch den durchgeschossen, das fand ich nicht fair. Das glaubt mir kein Schwein. Oh, scheiße, Vater dran. Glaubt mir kein Schwein, aber es war wirklich Absicht. Es war wirklich meine Absicht, dass der Gegner den Pfeil fressen soll. Das hätte. Oben schießt der Herr. Das ist eine fiese Stelle, das ist ja richtig assi. Richtig, das sehe ich. Boah, nee, nicht dein Ernst, ey. Wow. Okay, das war der, der ist mittlerweile runtergekommen, das ist ganz nett. Ich bin auch mittlerweile runtergekommen, ey. Gut, die haben wir, warte mal, meine Runen. So, uff. Uff, 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 uff. Mein Arkan habe ich null gelevelt. Ich wusste bis heute auch nicht, dass das tatsächlich die Drop Chance erhöht, aber. Wo kommst du denn her? Scheiße! Naja, das habe ich jetzt nicht gebraucht. Das war jetzt echt. Noch mehr. Ey, jetzt mal ohne Scheiß. Er hat doch gerade durch den Baum geschossen, oder?
Ohne Scheiß, wie hat denn der mich jetzt getroffen? Wie hat der mich denn jetzt getroffen von da oben? War doch unmöglich. Gott! Hammer! Uff! Gut, freue mich. Weiß ich noch nicht so ganz. Aber hey, wird bestimmt ganz toll. Jo. Kann man hier... Nee, oder? Ich habe keinen... Nee, das Tor ist nicht aktiv. Das heißt, wir können hier nicht... Wir können hier unsere Geister nicht rufen. Ich denke mal, dass ich den als Magier versuchen werde, hier rauszuholen. Das heißt, wir werden jetzt zuallererst versuchen... ohne Schaden diese Kugeln zu eliminieren, das lasse ich. Ich habe es mir spontan anders überlegt. Also wenn ich ihn hier runterziehe, dann in die andere Richtung. Rein spontane Entscheidung, absolut. Nee, man muss ja auch in diesem Spiel spontan sein. Wichtig. Also, das wird jetzt hart, ne? Weil, ehrlich gesagt, sieht dieses Vieh sackschnell aus. Das sieht wirklich so aus, als wäre es sackschnell gewesen. Okay, das kommt überraschend. Das kommt sehr überraschend. Ja, gut. Geil atmosphärisch. Das ist schön, okay. Schön ist der. Haben wir einen Mod für eine Wette? Haben wir einen Mod für eine Wette da, oder? Fortuna, magst du? Magst du? Dann einfach schaffen wir diesen Boss innerhalb von 3 Versuchen, wäre die Frage quasi.
Ja, 3 Versuche gönnen wir uns mal. Nehmen wir mal bei solchen Wetten teil. Die erscheint, glaube ich, oben. Oh Gott, ich weiß es nicht. Ich bin immer nur auf der anderen Seite der Wetten. Müsste über dem Chat erscheinen zum Anklicken, oder? Was unten? Unten oder? Ja, unterm Chat oder über dem Chat? Ich weiß es nicht. Und dann kann man da entweder einfach nur 10 Knödel, das ist standardmäßig, reinsetzen oder halt eine freie Summe eingeben. Auf die Knödel drücken. Da kann sie dann auch erscheinen. Ah, okay. Erscheint oben beim Chat. Über dem Chat beim PC. Ja, über dem Chat beim PC. Alles klar. Kommt oben beim Banner oder unten auf dem Knödel-Counter. Aber am Handy oder mobil allgemein weiß ich es nicht. Okay, Wette läuft. Schaffen wir den Boss in 3 Versuchen? Ihr könnt sagen, jo oder nö. Dankeschön, Fortuna. Vielen Dank. Fleißig rumknödeln. Ach ja. Bin ganz schön müde, muss ich dazu sagen. Es wird bestimmt super. Es wird bestimmt super. Es sieht zumindest nach einem großen Raum aus. Ich hoffe, dass sich das bewahrheitet. Kann natürlich auch ein enger Höhlengang werden oder so. Auf jeden Fall ist das Tor schon mal groß. Und wenn ich da viel Platz habe, ist immer gut für mich. Ah, schaffst du schon. Hm. Aber glaube nur im Dings, oder Bianca? Nur in der Mod-Ansicht, ne? Normal müsste der dann, also im normalen Streamfenster müsste der normal laufen, der Ström. Ich glaube, die Wette ist schon durch. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, wer wie viel gewettet hat. Guck mal, hier ist ein Speiballen. Das ist bestimmt eine Rieseneule oder so. Na dann. Oh ja, viel Platz. Das ist durchaus ganz geil. Wow, wow, wow. Der Ahnengeist. Durchaus geil, das Vieh, ja. Okay. Jetzt läuft der Kampf so, wie ich ihn gerne hätte. Oh, hey, so nicht mehr. Schon? Oh. Oh. Das war sogar First Try. Das war ja sogar First Try. Und eine Errungenschaft freigespielt. Und eine Ahnenjünger-Asche. Aber, weißt du was, schade. Obwohl, das, der hat einen Bogen, ne? Ich hätte gern dieses Viech jetzt als Herbeibeschwörung. Aber das sind diese Minotauren, glaube ich, die man da beschwören können jetzt. Das ist auch sehr nice. Ja, nice. Also First Try ist schon beeindruckend, oder? Will mich ja nicht selbst loben, aber das war schon okay. Ich sag ja, der ist schön, aber der ist halt einfach. Ach ja. Ach komm. Der war ja wohl voll schwer. Nee, war er wirklich nicht.
Zumindest nicht als Magier. Ich glaube, als Nahkämpfer hast du mit dem schon ein bisschen Probleme. Er hat ja ganz schön gewütet. Und es ist halt eine riesen Arena hier. Elender Proke. So weit kommt's noch. Ich glaube, hier ist nichts weiter drin, oder? Frage ist ja, wo geht's hier raus? Normal hast du doch immer so eine Blinkefläche. Ja, wir können es ja auch rausporten, so ist es ja nicht. Ich glaube, das machen wir auch. Geh da oben hin. Ich gönne allen Gewinnern meine Punkte. Du hast gegen mich gewettet. Trabante auch. Ich gerade. Und live auch. Hemmt euch. Selbst als Nahkämpfer war die Arena so riesig, aber gut, bin auf Glaskanone, sofern ich nicht getroffen werde, habe ich alles kaputt. Aber den glaube ich 3 Hits gebraucht mit Level 5-3. Ach ja. Ach komm. Macht doch keinen Spaß, so zu spielen. So, was mache ich jetzt gegen unseren riesigen, übermotivierten Bogenschützen? Also mein Versuch wäre, das Ganze mit dem Gockel, mit dem Gaul zu probieren. Mit dem Gockel auf. Ja, sehr schön. Das Ganze mit dem Gaul zu probieren. Wie viele Runen haben wir denn? 17.000, die geben wir erstmal aus. Reichen die denn? Reichen. Hat ganz schön viel Runen gebracht, der Kerl, gell? Mit so vielen sind wir gar nicht dahin. Ich bin am überlegen, ob wir nochmal auf Kondition gehen, damit wir das maximale Gewicht hochbekommen. Aber das ist gar nicht so viel. Ich lasse es mal. Ich lasse es mal momentan. Momentan können wir nur so viel tragen wegen des tollen Talismans. Aber wenn wir da... wenn wir da irgendwann einen besseren finden und den Talisman austauschen müssen und dann nichts mehr tragen können, wird's doof. Ich hoffe, bis dahin kann man dann respecken zum Not. Also, ich versuche das jetzt mal hier rum. Hat er jetzt ernsthaft mir Schaden gemacht, obwohl er... Der ist noch. Jetzt aber. Okay, habe ich. Ich glaube, da hinten meine ich noch einen weiteren von den Bogenschützen gesehen zu haben, jawohl. Ja. Zum Glück konnte der nicht treffen. Huch, der ist interessant.
3 Steine in die Weichteile war ihm dann doch zu schmerzhaft. So, Licht aus. Lights out, old friend. Gut, Hammer. War doch gar nicht so schwer. War doch gar nicht so schwer. Stagger-Attacke X. Hätte ich da irgendwas machen können, wenn der am Boden lag? Hätte ich da irgendwas machen können, wenn der am Boden lag? Weil da bin ich irgendwie als Magier, kann ich keine Crits landen, da habe ich so das Gefühl. Schauen wir mal, dieser riesen Topf da oben, der macht mir ja noch Sorgen, seitdem ich einen entsprechenden kleinen Topf erlebt habe. Ach, das X sollte nur ein XD werden. Ach so. Da kannst du am Boden nur so mit der Axt einhauen. Ja, eben, ne? Nur mit der Axt irgendwie. Ich hoffe einfach, dass dieses Fass nicht lebt. Also diese Urne, Behälter, Topf, Reden. Ich fasse es nicht. Es lebt. Ihr könnt nun das rote Rufzeichen des Ritters des großen Gefäßes sehen. Ritter des großen Gefäßes, diesen Gegner herbeirufen. Nein. Ritter des großen Gefäßes, diesen Gegner herbeirufen. Nein. Wisst ihr, was mein Problem hier ist? Die Klippe. Die gottverdammte Klippe. Na gut, komm. Na klar. Fange ich mit dir an. Verarschen. Ja, ja, ist ja gut. Ist ja gut. Jetzt machen wir mal halblang. Du willst mich verarschen, ne? Wie schnell kriegt der denn seinen scheiß Schild hoch, bitte? Was? Boah! One Hit! Oh! Das war ein One Hit. Das war ein eiskalter One Hit. Ich komme rein, Koya macht meinen Nemesis. Ja, ich verstehe das.
Sag mal, ist da hinten irgendwo, da hinten muss doch irgendwo eine Gnade sein, oder? Die muss ich jetzt erstmal suchen. Jetzt muss ich nämlich sonst wieder, ich hoffe, das sind jetzt, ich hoffe, die Bogenschützen sind jetzt weg, dass wir die nicht widerlegen müssen. Riesen sind immer wieder da. Nee, da ist leider keine und die Riesen sind immer wieder da. Ist das ernsthaft so? Boah, das nervt ein bisschen. Echt jetzt? Ich meine, die Riesen haben ein paar Punkte gegeben, so ist es nicht, ne? Aber... Spaß, Spaß, Spaß! Warum kriege ich nicht? Mal mit der Axt ausprobieren. Schwerer Schlag wäre es gewesen. Ah, okay. Na egal. Ich dachte, der macht dann so wie so eine Hinterrücksattacke, weißt du? Hoppla. Der trifft die. Dann, Chefchen, wir müssen auch noch mal kurz einen Tanz machen, wir kennen uns schon. Machen wir es kurz? Gibst du gleich auf, oder? Alter, Alter, mach deinen Bogen wieder weg. Das tat weh. Tut doch weh, ey. Oh, da haben wir eine neue Attacke. Aber. Seit wann hast du dir diese coolen Moves da angeeignet? Was? Hast du scharf gegessen oder was? Geh doch weg! Diese scheiß Steine, ne? Diese scheiß Steine, wenn diese Animation ist, die kannst du ja nicht abbrechen oder so. Leben auffrischen sollen vorher. Ich hätte die Tränke zurück. Also sagen wir es mal so, wie es ist. Wenn hier oben jetzt keine Gnade ist, habe ich nur ganz wenig Motivation, diese Ritter hier zu töten. Weil jedes Mal wieder an diesen Riesen vorbei ist super mega nervig. Erst recht, wenn ich One-Hit bin halt, ne? Also... Ich schätze mal, dass das die Prüfung ist, um hier irgendwie reinzukommen. Und da gibt es bestimmt irgendwie auch geilen Scheiß. Aber jedes Mal an diesem blöden Riesen vorbei, ist mir persönlich, ehrlich, bin da ja, ich mag ja Herausforderungen, ne? Aber das finde ich nervig. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Aber das finde ich irgendwie, ist nicht so, ist jetzt nicht so, ist jetzt nicht so.
So ein Talisman vom Topf. Ich würde später wiederkommen. Ja. Also, ich sag mal so, der war jetzt nicht unmöglich. Ich hatte ihn eigentlich ganz gut im Griff. Dass er mich gewonnen-hittet hat, war. Dass der mich gewonnen-hittet hat, war überraschend, zugegeben, ja. Aber an sich hatte ich den bis dahin ganz gut im Griff, ne? Also wenn man da halt nicht getroffen wird, kriege ich den kleinen. Da reicht mein Mana, um es mal so zu sagen. Was habe ich mit dieser Pelzkleidung, die wir gefunden haben? Die ist scheiße. Das ist gut. Okay. Die Axt haben wir uns auch noch nicht angeguckt, die wir gefunden haben. Unten. Wilde Schläge. Schwing die Waffe mit aller Macht. Halten, um an den Angriff aufrechtzuerhalten. Setzt mit einem normalen oder starken Angriff nah. Ah, dann kann man so im Berserker-Modus gehen. Okay. Du musst alle drei schaffen. Ja. Dann ist in der Tat mit der Mana schwierig. Das stimmt. Dann habe ich in der Tat nicht genug Focus Points, weil wenn ich alle drei schaffen muss ohne... Ja, wobei... Ja, nee, ich kann ja dann... Muss ich alle drei am Stück schaffen oder kann ich einen erlegen, zur Gnade porten, wieder hier reiten, nächsten erledigen und erlegen und hin und her so? Alle am Stück. Ich muss alle am Stück erlegen. Um es gesagt zu haben, ich hatte heute schon zweimal Werbung. Du hast auch kein Abo. Da kann das schon passieren. Alle am Stück. Deswegen mein Nemesis. Ja, okay. Okay. Alle am Stück. Das heißt, man kann sie eigentlich auch alle drei gleichzeitig herrufen. Immer so doof gesagt. Also nicht, dass ich mich jetzt mit allen drei gleichzeitig anlegen möchte in meiner aktuellen Verfassung, aber ich meine, als Zauberer mit AOE und so, also mit dem, ne, mit einem Zauber, der mehrere trifft. Ne, man kann nur einen zur Zeit. Okay. Dann ist es echt ein Ressourcenproblem für mich. Dann ist es echt ein Ressourcenproblem mit der Mana. Da muss ich definitiv viel später wiederkommen, wenn wir viel mehr Tränke haben. Und mehr Points. Bei mir zeigt es aber an, dass ich eins habe. Könnte er 5 helfen? Habe heute verlängert. Ich lässt sich schauen. Wenn du heute verlängert hast, ob das angekommen ist. Negativ. Negativ. Heute nicht, ne. Du bist bei der spontanen Durchsicht nicht. Nope. Nope. Da ist vielleicht irgendwas da nicht abgeschlossen worden oder so. Ich weiß es nicht. Da, gucke! Na, gucke! Dankeschön. 39 Monate. Und irgendwann merkt es auch Stream Elements. Da ist es. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Ach ja, Leute, wisst ihr was? Ich finde, wir waren heute relativ erfolgreich. Und es ist kurz vor 12. Wir machen jetzt nochmal ganz kurz einen Schnack und dann machen wir noch ein bisschen Vampires oder so. Ich bin heute hundsmüde. Ich bin richtig im Arsch. Und beim nächsten Mal muss ich mal überlegen, wo wir dann weitermachen. Ob man noch mal die Akademie probieren oder wo wir uns dann hin begeben werden, das weiß ich gerade noch nicht so ganz. Bin ich noch ein bisschen unschlüssig. Akademie würde ich irgendwie gerne mal schaffen. Ansonsten mal gucken. Und Rabante, vielen lieben Dank. Wir porten uns aber noch wohin. Auf. Wir porten uns noch. Nein. So. Vielen lieben Dank, Rabante. Halbes Jahr auch schon. Jo.
Rechte Seite vom Sumpf ist ja auch noch offen. Die vom Sumpf oberhalb des Schlosses? Oder meintest du jetzt in dem Gebiet, wo ich war, in diesem komischen Sumpf, in diesem Kelit, in diesem verseuchten Gebiet? Da bin ich erst gesagt noch nicht durch. Aber oben die rechte Seite vom Sumpf ist noch offen, das stimmt, ja. Da wäre noch ein bisschen was zu tun.